Am Rande des nördlichen Spessart, kurz vor dem Vogelsberg, liegt die Kurstadt Bad Sodensalmünster. Das idyllische Örtchen beherbergt auch ein Wildtiergehege. Hier wollen wir heute mit Nala auf Wanderung gehen. Das Wildtiergehege liegt in einem wunderschönen Mischwald und ist von Wegen umzogen. Wir checken noch mal kurz die Karte, dann geht es los. Informationstafeln sorgen dafür, dass unsere Wanderung nicht nur entspannt ist, sondern auch informativ. Wo verschiedene Gebirge aufeinandertreffen, wie hier Spessart und Vogelsberg, treten in der Erde Verwerfungen auf. Diese Verwerfung verdankt Bad Soden seine Heilquellen. Eine dieser Verwerfungen ist der Schillergraben. Jetzt im Januar ist uns noch etwas zu kalt für den Barfußpfad. Nur noch sehr selten ist der Auerhahn im Spessart anzutreffen. Nala ist der gigantische Holzauerhahn sichtlich unheimlich. Für Nala ist die Runde sichtlich spaßig. Neben den Gerüchen der Wildtiere gibt es auch immer etwas zu buddeln. Elfi setzt Nala hinter einem Gebüsch auf einer kleinen Lichtung ab. Durch das Gebüsch hindurch kann Nala nicht sehen, wo Elfi den Ball hin versteckt. Noch etwas Geduld, dann gibt Elfi den Befehl zum Suchen. Mit 5,7 Kilometer war die Wanderung nicht wirklich lang, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass Nala gut schlafen wird. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann findet ihr in den Shownotes einen Link auf fantastischfrei.de. Dort wiederum findet ihr alles, um die Wanderung nachzumachen. Wenn ihr noch mehr Touren mit Nala sehen wollt, dann abonniert den Kanal und lasst uns ein Like da. Tausend Dank fürs Zuschauen!